gerade heute ein Getränk vorstellen, welches mir persönlich seit 3 Jahren schon hilft gegen meine Migräne. Und zwar habe ich hormonell bedingte Migräne, das heißt, sie ist zyklusbedingt. Ich habe jeden Monat, bevor meine Periode anfängt, also immer so ein paar Tage davor, bekomme ich Migräne, manchmal auch zwischendurch, also während meiner Periode. Und ich habe früher immer, also ich habe die Migräne jetzt schon bestimmt schon seit 14 Jahren. Früher habe ich natürlich Schmerzmittel genommen, das heißt normale Kopfschmerzpräparate wie Tomapyrin, Ibuprofen, Paracetamol. Ich muss aber auch sagen, dass die Schmerzen im Laufe der Jahre wirklich zugenommen haben. Also anfangs noch mit Anfang 20 war das so, da hatte ich vielleicht irgendwie alle paar Monate mal Kopfschmerzen oder Migräne, da konnte ich das noch gar nicht einordnen. Und dann habe ich immer so, wie gesagt, so eine Tomapyrin, Ibuprofen genommen und die hat dann auch relativ schnell gewirkt. Irgendwann habe ich dann herausgefunden, das ist bei mir zyklusbedingt. Und dann habe ich eben einfach auch mal recherchiert, was dagegen helfen könnte. Was zum Beispiel auch ganz gut gegen Migräne hilft, ist Magnesium in Tablettenform, als Brausetablette. Aber gegen eine richtige Migräneattacke, wie gesagt, habe ich jetzt ein Getränk gefunden und dieses hilft mir ganz gut. Das heißt, ich kann so gut wie auf Schmerzmittel verzichten. Bei einer richtigen Migräneattacke, wo man wirklich total außer Gefecht ist und gar nicht erst aus dem Bett kommt, das heißt, man hat nicht die Möglichkeit, sich dieses Getränk zuzubereiten, da helfen natürlich nur die Triptane, ne? Und da nehme ich zum Beispiel Sumatriptan, die bekommt man auch nur verschrieben, die sind verschreibungspflichtig. Aber ich hatte in den letzten 5 Jahren vielleicht 3-mal eine Migräneattacke. Das heißt, ich habe von den Sumatriptan 100 Milligramm, da sind 5 Tabletten drin, habe ich in den letzten 5 Jahren 3 genommen. Ja, also das kommt bei mir wirklich gar nicht vor. Und die hat mir damals der Neurologe verschrieben und der hat auch gesagt, dass zum Beispiel gegen Migräne auch sehr gut Koffein wirkt. Und bei diesem Getränk, was ich euch jetzt zeige, was ich heute zubereiten werde für euch, da ist es so, das ist sehr salzhaltig und danach bekommt man natürlich viel, viel Durst. Das heißt, der Körper braucht viel Flüssigkeit und da in Kombination mit dem Koffein, weil die Neurologin hat zu mir gesagt, Koffein wirkt halt immer sehr gut gegen Migräne, kann man Kaffee oder eben Cola trinken. Ich trinke zum Beispiel gar keinen Kaffee und trinke dann, nachdem ich das Getränk eingenommen habe, zu mir genommen habe, dann nochmal Cola. Aber das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen am Zucker und auch am Koffein. Das, wie gesagt, das ist sehr salzhaltig und danach braucht der Körper einfach sehr, sehr viel Flüssigkeit. Und man sollte dieses Getränk auch nicht nüchtern zu sich nehmen, weil es enthält, wie gesagt, Salz und Zitrone. Und das auf nüchternem Magen geht nicht. Da bekommt man wirklich Magenschmerzen, weil das haut schon wirklich richtig auf den Magen. Man sollte es immer mit Brötchen, Brot einnehmen oder eben auch mit etwas Süßem morgens einnehmen oder mittags, abends, je nachdem, meine Kopfschmerzen eben. Auf 3 Jahren habe ich von dem Getränk gehört, habe das ausprobiert und es funktioniert seitdem sehr gut. Das heißt, ich nehme gar keine Schmerzmittel mehr ein, keine Kopfschmerztabletten mehr, keine Migränepräparate mehr, gar nicht. Wie gesagt, in den letzten 5 Jahren hatte ich 3 Attacken und habe sozusagen 3-mal ein Triptan eingenommen. Aber normale Kopfschmerztabletten nehme ich überhaupt nicht mehr ein. Das heißt, ich habe 1 bis 2-mal während des Zykluses habe ich dann Kopfschmerzen bzw. Migräne. Da nehme ich das Getränk und dann sind die Schmerzen weg. Und deswegen würde ich mich auch freuen, wenn ihr das ausprobieren würdet und mir auch von euren Erfahrungen berichten würdet. Und ich denke, dass auch bei euch, dass es euch auch helfen wird, eure Kopfschmerzen wegzubekommen und speziell eben auch die Migräne. So, ich werde euch jetzt das Getränk zubereiten und werde auch kurz erklären, etwas zu diesen Wirkstoffen und zu diesen, man kann fast sagen, Hausmitteln, die ich dafür einsetze, werde ich euch erklären, wozu diese gut sind und wo ihr diese auch kaufen könnt. Und welche Wirkstoffe eben, wie gesagt, auch diese Hausmittel haben. Das sind die Zutaten, die wir benötigen. Wir haben hier einmal 2 Zitronen,
Die Bio-Zitronen sind natürlich sehr, sehr viel besser. Man kann aber auch handelsübliche normale Zitronen nehmen. Auch die wirken ganz gut gegen den Migränekopfschmerz. Dann haben wir hier, das wichtigste Mittel ist das Himalaya-Salz. Das haben wir einmal hier. Und zwar brauchen wir das Himalaya-Salz, brauchen wir auf jeden Fall in feiner Form. Das gibt es auch als grob oder als Brockenform. Ich bestelle es immer auf eBay. Man kann es auch bei Amazon bestellen oder es gibt es natürlich auch in Reformhäusern. Das Himalaya-Salz wirkt besonders gut, weil es das reinste von allen Salzen ist. Also es ist rosa, die Konsistenz, also die Farbe ist rosa. Das kommt daher, weil da besonders viel Mineralien und Eisenoxid enthalten sind in diesem Himalaya-Salz. Es kommt aus Pakistan, kommt dieses Salz. Und es ist anders, also wenn man damit würzen will, das mache ich natürlich auch, dann braucht man dafür natürlich sehr viel weniger als bei einem normalen Kochsalz, weil es sehr viel intensiver ist und auch sehr, sehr rein ist. Das heißt, es hat keine chemischen Zusätze. Deswegen bereite ich meine Speisen auch sehr gerne mit diesem Salz zu. Also nicht nur für dieses Getränk, sondern auch für den handelsüblichen Gebrauch. Für eure Speisen könnt ihr dieses Salz verwenden. Und dann brauchen wir noch ganz normales Trinkwasser, also stilles Wasser, kann man auch Leitungswasser nehmen und den Saft, wie gesagt, aus zwei frisch gepressten Bio-Zitronen oder eben auch handelsüblichen Zitronen. Ich habe das jetzt schon mal gepresst, das zeige ich euch hier. Und dann würde ich jetzt einfach den Saft mal zubereiten. So, wir nehmen hier einmal den Saft aus zwei frisch gepressten Zitronen, füllen diesen hier rein. Dann brauchen wir 2 Teelöffel von dem Himalaya-Salz. Können ruhig gehäufte Teelöffel sein, also so. Die tun wir dann hier rein. Und dann wird das Ganze aufgefüllt mit Trinkwasser, mit stillem Wasser. Wie gesagt, man kann auch Leitungswasser nehmen. Wird das einmal hier aufgefüllt. So, und fertig ist das Getränk. Jetzt müssen wir das nochmal verrühren. Und dann ist das Getränk fertig. Das sollte dann diese Konsistenz haben. Und man kann immer wieder rühren, damit sich das auch gut vermischt, weil das Salz bleibt oft hier unten natürlich hängen. Da muss man immer wieder rühren. So, und fertig ist das Getränk. So sieht das dann aus. In der Form nicht so lecker schmeckt. Es ist also kein Cocktail, es ist kein Drink, den man tagtäglich zu sich nehmen würde, sondern es schmeckt natürlich bitter. Es ist der Salzgehalt ist sehr hoch. Klar, die Zitrone hat viel Vitamin C, das ist ganz wichtig, aber keiner von uns würde natürlich Zitrone nüchtern, einfach nur Zitronensaft zu sich nehmen, ne? Weil es einfach auch nicht schmeckt. Man kombiniert das ja, man mischt das ja mit anderen Getränken. Und das Wasser, klar, das schmeckt ganz normal nach Wasser, aber das Himalaya-Salz, was ja wie gesagt ein sehr reines Salz ist, in Kombination mit der Zitrone, ist natürlich nicht lecker. Aber es ist erträglich. Man kann es wirklich 1 bis 2 Mal im Monat zu sich nehmen, was ich ja tue. Und ich denke, das könnt ihr auch. Und da ich ein Mensch bin, der absolut keine Schmerztabletten einnimmt, der wirklich sehr, sehr ungern überhaupt irgendwas einnimmt, irgendeine Tablette, ist das für mich die Alternative zu Schmerzmitteln. Und es ist ein sehr gesundes Getränk. Es sind nur gesunde Zutaten und Wirkstoffe drin. Ich hoffe, mein Beitrag hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne ein Like da. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Probieren dieses Getränkes. Tschüss!